Hallo ihr Lieben, heute soll es mal wieder um die letzten zwei gelesenen Bücher gehen und diese Bücher sind beide aus dem HarperCollins Verlag, was inzwischen echt einer meiner absoluten Lieblingsverlage ist, denn die bringen so tolle Bücher raus und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Im leuchtenden Sturm von Jennifer Armentrout. Das ist der zweite Teil der Götterleuchten-Reihe oder auch der Titan-Reihe im Englischen und ich habe mich schon wahnsinnig auf dieses Buch gefreut. Und dann kam das Buch und dann musste ich es einfach sofort lesen. Und dann wollte ich euch sofort sagen, wie ich dieses Buch fand. Und dann wurde ich krank. Verdammt. Ja, ich habe das Buch auf jeden Fall gleich gelesen, nachdem es gekommen ist. Und was soll ich sagen? Ach, es war wieder so ein tolles Buch. Ich mag die Geschichte immer noch total. Von dieser ganzen Götterthematik, um die es ja in diesen Büchern schlussendlich geht, also in der Götterleuchtenreihe wie auch in der Dämonentochterreihe, die finde ich einfach großartig. Ich mag Göttergeschichten, ich mag griechische Mythologie und ja, ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Jetzt muss ich wieder ein bisschen spoilern. Also wer jetzt die Dämonentochter noch nicht gelesen hat und sich von dieser Reihe komplett überraschen lassen möchte, der schalte mal ganz kurz ab, bis ich den Inhalt erklärt habe. Nur ich muss ein bisschen den Inhalt erklären, sonst macht das ja hier alles keinen Sinn. Also, in diesem Buch geht es immer noch um Josie. Josie hat ja im ersten Teil erfahren, dass sie eine Halbgöttin ist und geschaffen wurde, um gegen die Titanen quasi zu kämpfen. Also die Götter hatten irgendwie damals vor 20 Jahren so einen Notfallplan. Wenn die Titanen mal irgendwie ausbrechen sollten, dann ja, schicken wir die Kinder in den Kampf und ja, so ist Josie halt damals quasi auch entstanden und sie ist halt eine Halbgöttin und ihr Vater ist ja Apollo, der Gott der Sonne und ja, Apollo ist, naja, reden wir nicht weiter drüber über Apollo. Apollo ist Apollo. Und ja, Josie hat am Ende vom ersten Teil ja es geschafft, gegen den einen Titan zu bestehen und sich von dem nicht abmurksen zu lassen. Also sie konnte den Titan leider nicht besiegen. Das kann ich schon sagen. Also sie hat ihn nicht umbringen können, aber sie hat es wenigstens geschafft, heile aus der ganzen Sache rauszukommen. Mehr oder weniger heil. Und ja, hat dann quasi ihren ersten Kampf gegen den Titan bestanden. Und im zweiten Teil geht es jetzt quasi genau da weiter, wo der erste Teil aufgehört hat. Es sind einige Wochen vergangen nach diesem Kampf und Josie trainiert immer noch ganz fleißig am Covenant ihre Verteidigungstechniken und versucht die Elemente zu lernen und zu beherrschen und ja, dann passieren natürlich wieder sehr, sehr viele merkwürdige, mysteriöse Dinge auf dem Covenant und Josie und Seth, dieser Name ist immer noch furchtbar, Seth, ich kann ihn einfach nicht aussprechen. Auf jeden Fall, die beiden sind sich ja im ersten Teil auch näher gekommen und Josie weiß, und Josie ist gerade ziemlich glücklich und Seth eigentlich auch, doch Seth hat ein Problem. Was das für ein Problem ist, das werde ich jetzt hier natürlich nicht verraten. Auf jeden Fall schlussendlich trennt er sich dann von Josie, was Josie so überhaupt nicht gefällt und sie ist total am Boden zerstört. Und als dann auch noch Alex auftaucht, von der Seth irgendwie nie spricht und Josie Angst hat, dass er noch in sie verliebt sein könnte, denn die beiden verbindet ja dieses geheimnisvolle Band der Apollyons. Und ja, da fragt sich Josie schon, hat er mich jetzt für sie verlassen? Ist er immer noch in sie verliebt? Und fängt dann halt schon an dieser ganzen Sache zu zweifeln. Natürlich geht es nicht nur um Josie und Beth und Alex und Aiden und die ganzen anderen Halbgötter, sondern es geht halt auch noch darum, gegen die Titanen zu kämpfen und da weiter eine Lösung zu finden. Denn am Ende vom ersten Teil kam halt raus, dass man die 6 Halbgötter, die noch existieren und die noch leben, finden muss und sie vereinen muss, um gegen die Titanen zu bestehen. Und das ist so quasi das, worum es im zweiten Teil auch mitunter geht. Man macht sich auf die Suche und beginnt, die Halbgötter zusammenzusammeln. Und ja, dann passiert noch ganz viel krasser Scheiß in der Geschichte. Und am Ende ist alles auf gut Deutsch von Arsch. Und ja, ich freue mich jetzt umso mehr auf den dritten Teil. Ich bin gespannt, wie das Ganze im dritten Teil dann weitergeht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es kommt dann noch ein vierter Teil. Und ich glaube, vielleicht sogar noch ein fünfter, keine Ahnung. Ich weiß es im Moment nicht. Ich werde einfach mal nachfragen, denn wenn wir schon bei dem Thema hier gerade sind, ich habe die Woche vom HarperCollins Verlag eine E-Mail bekommen. Ich hatte mich beworben auf ein Interview mit Jennifer Armentrout auf der Frankfurter Buchmesse, ja. Und ich habe die Woche die Bestätigung bekommen, dass ich ein Interview führen darf. Und dieses Interview wird am Freitag stattfinden. Und ich bin schon super nervös. Ich darf eine Viertelstunde mit Frau Armentrout sprechen. Ich bin so happy. Ich hoffe, man hat meine Bestätigungsmail bekommen, die ich gleich an dem Tag noch rausgeschickt habe. Denn ich muss das Ganze bis zum 25. September jetzt bestätigen, dass ich das Interview machen möchte an dem Tag. Ich habe gleich an dem Tag noch geantwortet und habe aber leider bisher noch nicht wieder irgendwas vom Verlag gehört. Deswegen ich einfach jetzt mal hoffe, dass das alles seinen Gang geht und klar geht mit dem Interview. Und ja, da kann ich ja die gute Frau mal fragen, wie viele Teile diese Reihe hier haben wird und bekommen wird. Und
Ja, ich sage jetzt nichts weiter. Ich bin so glücklich und happy und lieber Verlag. Wie sieht's denn aus? Kriege ich noch mal eine Bestätigung von euch, dass das jetzt klar geht? Ich habe da so ein bisschen Angst, dass da irgendwas schief geht. Naja, egal. Kommen wir zurück zu Im leuchtenden Sturm. Auf jeden Fall passiert in diesem Buch wieder einiges und ich fand die Handlung einfach wieder großartig. Es hat super viel Spaß gemacht, das Ganze zu lesen und ich hab gejubelt hier in der Geschichte, als Alex und Aiden aufgetaucht sind, denn Alex und Aiden sind einfach so tolle Charaktere. Die sind so ein tolles Paar und ich feiere Alex immer noch total und Aiden. Ich habe damals die Dämonentochter-Reihe gelesen, habe gesagt, jedes Mädchen braucht einen Aiden zu Hause und der Meinung bin ich auch heute noch. Aiden ist einfach ganz, ganz toll und ach, ja, ich war so happy, als die beiden dann in diesem Buch auch endlich wieder aufgetaucht sind und ja, also Handlung hat mir richtig gut gefallen. Ich fand die Entwicklung in der Geschichte auch gut. Man hat dann ab einem gewissen Punkt in der Geschichte das Ganze irgendwie kommen sehen, wie sich das Ganze jetzt wohl weiterentwickeln wird, was gerade so mit Seth und Josie so alles noch passieren mag. Und ja, ich fand es aber trotzdem ganz, ganz großartig und ich fand das Ende auch toll und ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt, wie gesagt, weitergeht. Und ja, also Handlung hat mir richtig gut gefallen. Charaktere war auch wieder ein Traum. Seth ist und bleibt nun mal ein riesengroßes, naja, ihr wisst, er ist nicht der netteste Mensch und er ist aber Josie gegenüber so süß und er behandelt sie wirklich total toll und dann ist da diese eine schlimme Sache und ah, ich habe so gelitten mit den beiden, ne? Also ja, was die Charaktere betrifft, ne, hat es mich auch wieder komplett überzeugt. Ich bin komplett immer bei Josie und ich glaube, ich würde mich in ihrer Situation ähnlich verhalten wie sie. Sie ist ja am Anfang wirklich sehr überfordert mit dem Ganzen und kommt auch nicht wirklich klar, denn Josie ist an und für sich auch ein sehr tollpatschiger Mensch. Und sie ist halt ein Mensch, also sie ist halt als Mensch auch aufgezogen worden, fernab von diesem ganzen Götterkram und Covenants und diesem ganzen Mist. Und hat deswegen halt auch eine sehr menschliche Seite, was die anderen halt immer nicht so ganz verstehen können. Man kann halt auch... Und die anderen können halt auch ihre ganzen Metaphern immer nicht verstehen, die sie dann da so bringt. Und das ist wirklich sehr, sehr witzig, das Ganze zu lesen. Also, was die Charaktere betrifft, wie gesagt, Seth und Josie, die beiden sind so süß und die sind so toll. Und ich mag die beiden komplett. Und Alex und Aiden sowieso. Und ja, den Rest, die ganzen Nebencharaktere, fand ich auch immer noch alle großartig. Das sind ja quasi auch die gleichen Nebencharaktere wie die Dämonentochter. Und da habe ich die auch schon alle so gefeiert. Und ich mag sie einfach alle wieder total. Was das Setting betrifft, befinden wir uns hier am Anfang der Geschichte wieder auf dem Covenant in North Carolina, da sich unsere illustre Gruppe dann losmachen muss. Was mir gerade noch einfällt zu den Charakteren, es gibt dann noch einen Nebencharakter in diesem Buch, der hier erstmalig auftaucht quasi. Und das ist so lustig, was mit diesem Charakter ist. Ich habe die ganze Zeit gefeiert. Ich konnte die Leute hier so verstehen, denn dieser Charakter ging den Leuten einfach nur auf den Sack. Und ich habe wirklich so gelacht die ganze Zeit, was diesen Charakter betraf. Ich kann euch nicht sagen, wer und wie und was und wo, weil ich euch sonst wirklich extrem spoilern würde und das möchte ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall extrem witzig, was da wieder passiert. Und ja, ich war aber eigentlich gerade beim Setting. Also ja, Setting hat mir gut gefallen. Wie gesagt, am Anfang befinden wir uns in North Carolina. Dann im weiteren Verlauf der Geschichte macht sich unsere Illustre-Truppe auf den Weg, um die anderen Halbgötter zu suchen. Und ja, sie fahren dann halt die amerikanische Küste entlang. Mehr möchte ich jetzt dazu auch nicht sagen, wieso, weshalb, warum sie da hinfahren und wo sie hinfahren. Und das schweige ich mir jetzt einfach mal aus. Aber ich fand das Worldbuilding von Jennifer Armentrout wieder ganz, ganz toll. Ich konnte mir die Szenen gut vorstellen, ich konnte mir die Orte gut vorstellen. Ich konnte mir auch Beschreibungen und Interaktionen der Charaktere untereinander, wenn die gerade gekämpft haben und so. Damit habe ich bei Frau Armentrout echt nie Probleme, denn sie beschreibt das komplett nach meinem Maß quasi, dass ich das wirklich komplett nachvollziehen kann. Und ja, ich bewundere diese Frau einfach dafür. Sie trifft halt einfach komplett meinen Geschmack und das ist, ja, I love it! Ja, also Setting von meiner Seite aus auch ganz, ganz toll. Und zum Schreibstil brauche ich, glaube ich, auch nichts mehr sagen. Ich verbeuge mich vor ihr für diesen Schreibstil, denn er ist humorvoll, er ist witzig, er ist charmant, er ist sexy, er ist schmalzig, kitschig, einfach alles, was das Herz begehrt. Und das ist für mich genau die richtige Mischung und ich liebe dieses Buch einfach und ich fand es genauso gut wie den ersten Teil. Ich glaube, ich fand den zweiten sogar noch einen Tacken besser wie den ersten Teil. Und ja, bin jetzt auf den dritten gespannt. Der kommt ja im Dezember raus und freue mich dann schon, dieses Buch dann wieder zu lesen. Und ja, ich kann euch die Götterleuchten-Reihe, genau wie die Dämonentochter, auch immer noch nur empfehlen, wenn ihr mal ein Buch von Jennifer Armentrout lesen wollt, dann lest entweder die Dark Elements-Reihe oder die Götterleuchten-Reihe. Das ist einfach... Das sind zwei ganz, ganz tolle Reihen und die machen Spaß und oh, ja, ich liebe sie einfach und ich freue mich so. Und ich freue mich jetzt erstmal auf die Frankfurter Buchmesse und hoffe, dass das mit meinem Interview alles klappt und dass jetzt der Verlag nicht meine E-Mail nicht gekriegt hat oder so. Naja, drückt mir da die Daumen auf jeden Fall, aber
Ich empfehle euch dieses Buch immer noch. Juhu! Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist ebenfalls vom HarperCollins Verlag, also vom MTB Verlag. Und ich finde den MTB Verlag inzwischen auch wirklich richtig cool. Die haben richtig tolle Bücher. Und ja, ich habe dieses Schätzchen hier gelesen. Neue Liebe in Sunshine Valley. Habe dann irgendwie mitten beim Lesen mal festgestellt, dass es eigentlich schon der zweite Teil dieser Reihe ist. Das ist die Vineyard irgendwas Reihe. Also das ist jetzt der zweite Teil. Im ersten Teil ging es um den Zwillingsbruder von unserem Protagonisten hier. Und ja, ich komme aber erstmal hier direkt zu Sunshine Valley. In diesem Buch geht es um Brooke und Declan. Und Brooke ist seit 4 Jahren Declans Assistentin und arbeitet tagtäglich an seiner Seite. Und in etwa genauso lang ist sie auch in ihren Chef verliebt. Brooke würde sich nie trauen, da irgendwie einen Schritt auf ihn zuzugehen, weil sie einfach Angst hat, ihren Job zu verlieren. Ihr macht die Arbeit Spaß, auch wenn sie für später in ihrem Leben einfach mal andere Träume noch hat. Aber ja, sie mag ihren Job und sie mag ihren Chef und findet ihre Arbeit ganz, ganz toll. Und deswegen würde sie sich da nie trauen, irgendwie einen Schritt in eine weitere Richtung zu machen. Vor allen Dingen, da ihr Chef ein richtiger Workaholic ist und nicht wirklich auch ein Privatleben hat. Und ja, aufgrund von Umständen, die im ersten Teil bereits passiert sind, ich möchte das jetzt hier nicht erzählen, sonst spoilere ich euch nämlich den ersten und auch den zweiten Teil so ziemlich vom Inhalt. Ja, aufgrund von familiären Umständen, sag ich mal, tut Brooke dann zusammen mit Declan zu dem Weingut seiner Eltern fahren. Dort müssen einige Sachen geklärt werden, es müssen Umstrukturierungen geklärt werden und ja, damit halt Declan von der Arbeit her alles unter einen Hut bekommt, damit er sein Geschäft weiterführen kann und halt da sein, bei dem Weingut seiner Eltern helfen kann, fährt Brooke halt mit, um das alles zu organisieren und sich um die Termine zu kümmern und halt um Konferenzen auch zu planen und, und. Und ja, auf diese Reise kommen die beiden sich natürlich näher. Und ja, ob Brooke und Declan am Ende mehr sind als Chef und Chefin, das ist es quasi, worum es in diesem Buch geht. Und ja, mehr möchte ich eigentlich zum Inhalt auch nicht verraten. Ich glaube, sonst verrate ich euch viel zu viel und das möchte ich nicht. Ich möchte diesem Buch nichts vorwegnehmen, was die Story betrifft. So, Hustenanfall überstanden. Das ist halt, die Erkältung ist noch nicht richtig weg. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, ich wollte jetzt zur Handlung kommen. Die Handlung hat mir im Großen und Ganzen wirklich gut gefallen. Ich mochte die Entwicklung der Geschichte auf jeden Fall. Es war eine richtig süß erzählte Geschichte auch und was in dem Buch halt auch alles passiert ist, hat mir richtig gut gefallen. Es sind Wendungen natürlich in dem Buch drin vorgekommen, die man hat kommen sehen. Es ist halt quasi vom Aufbau her eine normale Liebesgeschichte, sag ich mal. Und es ist jetzt kein Buch, was extrem überdramatisiert ist und was extrem krasse Wendungen enthält. Es ist eine ruhig erzählte, süße Liebesgeschichte von zwei Menschen, die sich halt näher kommen und halt mit den Umständen zurechtkommen müssen und ja, gucken müssen, wie sie das alles am besten wohin kriegen. Und ja, fand ich aber, wie gesagt, richtig cool. Fand ich aber richtig gut, wie gesagt, so für zwischendurch mag ich solche Bücher, weil man da einfach abschalten kann. Man muss nicht nachdenken, man muss nicht extrem aufpassen beim Lesen, dass man irgendeinen Handlungsstrang verpasst oder so. Deswegen mag ich solche einfach niedlichen Liebesgeschichten für zwischendurch immer mal mit ganz gerne. Von den Charakteren... Legst du dich mal bitte hin? Zu Brooke als Protagonistin in diesem Buch kann ich nur sagen, dass ich sie eigentlich mochte. Ich fand nur am Anfang ihre 180-Grad-Drehung nach den ersten 2, 3 Kapiteln irgendwie merkwürdig, denn am Anfang war sie die korrekte Assistentin und hat einen ganz, ganz anderen Eindruck vermittelt. Und dann, wo sie dann mit ihm da so anfängt, nach Portland zu fahren, auf einmal ist sie total quirlig und aufgeweckt und aufgedreht und verhält sich ihm gegenüber halt auch komplett anders, wo ich mir so denke, was soll das? Also das war so ein Punkt für mich, wo ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit hatte am Anfang, weil ich es ihr einfach irgendwie nicht abgekauft habe. Und ja, aber das ging dann im weiteren Verlauf der Geschichte, war das dann okay. Aber wie gesagt, da hatte ich so am Anfang so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit ihr. Zu Declan kann ich nur sagen, dass man bei ihm wirklich eine Entwicklung in der Geschichte merkt. Also man merkt, wie er sich von diesem Workaholic quasi zu einem doch wieder eher Familienmensch entwickelt, der halt nicht immer nur die Arbeit in den Vordergrund stellt, der halt auch merkt, dass Familie wichtig ist und Freunde wichtig sind. Und ja, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Also das mochte ich auf jeden Fall total. Die Nebencharaktere fand ich auch super, denn Declan hat 4 Brüder und eine Schwester und da war also im Buch eigentlich immer ordentlich was los. Und dann hat er noch so eine verrückte Tante. Das fand ich auch sehr, sehr süß und witzig. Und ja, also zu den Charakteren kann ich nur sagen, dass sie mir eigentlich wirklich im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gefallen haben. Wie gesagt, bis auf bei Brooke am Anfang, wo sie da diese Kehrtwende gemacht hat, das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil das halt so plötzlich kam. Das kam nicht so im Verlauf, sondern so zack, Schalter umgelegt und jetzt bin ich ein fröhlicher, happy Mensch und ja, keine Ahnung. Also ja, das habe ich halt nicht ganz so abgenommen. Und ich muss halt sagen, dass ich am Ende von dem Buch
schon meine Schwierigkeiten noch hatte mit den beiden, denn die haben sich das Leben verdammt schwer gemacht. Und ich habe mir so gedacht, so boah, hinher, 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 ja, nein, ja, nein, ja, nein. Das will sie nicht, dann will er nicht, dann will sie, dann will er und dann sie wieder nicht. Und dann will sie und dann will er wieder nicht. Und ich habe mir nur so gedacht, boah, Leute, es nervt. Und das war so ein bisschen am Ende wirklich mir zu viel, dieses Hickhack und dieses Hin und Her. Und ich muss halt auch sagen, dass mir das Ende von dem Buch ein bisschen zu extrem war. Also das war ultra kitschig und schmalzig und also das war schon echt kitschy Overload und das war selbst mir zu viel. Ich meine, ich stehe auf Kitsch und auf Schmalz und ich mag das, wenn das total romantisch und süß und liebevoll ist, aber das war selbst mir hier zu viel und das fand ich ein bisschen schade, weil das hat das Ende für mich so ein bisschen zerhauen, weil ich einfach dann nur noch genervt war und dann froh war, wo ich dann die letzten 50 Seiten gelesen hatte. Aber so im Großen und Ganzen hat mir das Buch schon richtig gut gefallen. Ich mochte das Setting auf jeden Fall total. Das spielt ja hier in den Weinbergen zum größten Teil. Am Anfang befinden wir uns halt noch, ich glaube in Los Angeles war das, wo die halt ihr Büro haben und dann fahren sie ja die Küste hoch Richtung Portland und ja, es war halt einfach, und es war halt vom Setting her wirklich alles sehr, sehr cool beschrieben. Man konnte sich die Orte gut vorstellen, man konnte sich die Szenen auch sehr, sehr gut vorstellen. Das hat die Autorin ganz, ganz toll gemacht. Und ich mochte halt auch die Dialoge und die Aussprache und das alles drum und dran. Ich komme gerade nicht auf dieses Wort, sag mal, bin ich ja nur total blöd. Ich mochte die... Ich komme, wie heißt denn das? Verdammte Scheiße, jetzt hängt es gerade in meinem Kopf. Ja, auf jeden Fall mochte ich die ganze Art und Weise, wie sie das alles geschrieben hat, sehr. Ich fand, das war ein sehr, sehr schöner Schreibstil, ein schöner, locker, leichterer Schreibstil. Ideal für Liebesromane. Und mein Fazit zu diesem Buch ist, dass es eine schöne, lockere Liebesgeschichte so gut für zwischendurch mit ist. Es ist keine Geschichte, von der man extrem was erwarten kann. Also es ist jetzt keine Geschichte, die einen umhauen wird. Es ist aber auch keine Geschichte, die einen jetzt extrem enttäuscht. Also es ist, würde ich sagen, gutes Mittelmaß und so für zwischendurch, wenn man einfach mal ein Buch braucht zum Abschalten, wo man nicht nachdenken muss, kann ich euch Neue Liebe in Sunshine Valley wirklich empfehlen. Ich fand das Buch ganz süß und ganz toll. Ich denke mal, ich werde mir auch den ersten Teil irgendwann nochmal mitholen, wenn ich Bock drauf habe, denn es interessiert mich schon, wie das mit seinem Zwillingsbruder gewesen ist. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich jetzt auch gar nicht. Meine zwei zuletzt gelesenen Bücher. Wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung wie immer gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.